Rache, noch süßer als Kaviarpudding. Enthüllungsstory über Waschbären war eine Zeitungsente. Laut Experten wurde es nie durch Studien belegt. Oh, bin ich erleichtert. Sie glaubt echt alles, was sie liest. Senden. Was steht da? Oh weh! Los, aufwachen, Bentley! Schlafen ist gefährlich für Hunde, steht in Madams Zeitung. Wir wollen sicher sein, dass du gesund bleibst. Du warst das. Das geht Rache. Haha. Nicht doch. Nahrung ist giftig für Katzen. Was soll er dann essen? Ah, Sägemehl ist die Superernährung für Katzen. Wunderbar. Hunde sind radioaktiv. Oh nein. Bentley muss in Quarantäne, bis die Strahlung verschwunden ist. Warten Sie, Frohwald! Schrecklich! Taffys süße rote Schleife gefährdet seine Gesundheit! Entfernen Sie sie sofort! Sag adieu, du Hundeschlaumeier! Pack schon mal deine Koffer, Abfall-Heini! Der Verzehr von Automotoren lässt das Feld seidig glänzen? Mit Gehirnbürsten gewinnt man Hundeshows? Ein Weltraumflug hebt den Katzen-IQ? Nein! Es ist vorbei! Ach, was soll man nur davon halten, was in der Zeitung steht? Hunde brauchen eine Jauche-Diät. Dynamit hilft bei Katzenblähungen. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Wo haben Sie denn das gelesen? Was für ein Käseblatt war das? Es stand im Katzenblatt und in der Woof of Times. Aber es gibt Unmengen Schreibfehler, als hätte es jemand ohne Daumen geschrieben. Sie haben den Quatsch doch nicht etwa wirklich geglaubt. Oh, nun seien Sie nicht albern. Wer glaubt denn so einen Unsinn? Waschbären Luxusvilla entdeckt. Noch so eine Zeitungsente? Nein, schön, das auch.